So, da haben wir jetzt Königreichspunkte. Wir könnten jetzt alles Mögliche bauen. Was könnten wir denn alles bauen? Ein Spiontrakt. Lasst uns einen Spiontrakt bauen. Was gibt's denn sonst noch? Eine Klinik. Ein Arzt. Wir könnten natürlich einen Arzt erschaffen. Was haben wir denn hier sonst noch? Eine Mühle. Eine Schmiede. Ja, auch nicht übel. Was haben wir hier noch? Einen Markt. Ja, ein Markt für den Handel wäre natürlich nicht übel. Was ist das hier? Ein Königsballfeld. Und dann könnten wir dann noch eine jakobanische Kathedrale bauen. Okay, das sind dann natürlich jetzt noch viele Berufe, die es zu erledigen gilt. Ein Spiontrakt. Ich bin mir nicht sicher. Was könnten wir bauen? Eine Klinik mit einem durchgeknallten, total verrückten, psychopathischen Arzt. Komm, das machen wir jetzt. Bling. Dann hat wenigstens unser Magier Gottrick so einen Kumpel. So, dann machen wir einen neuen Arztberuf dazu. Nee, nicht Stefan. Nee, Hellaut als Arzt eignet sich nicht so gut. Ein Mann hätte ich gerne. Und die Stimme ist schon lustig genug. Zulit. René Faubritage. Corklin Burrell. Corklin Burrell, das ist mit ganz tief. Caiche Brivem. Grische Brivem. Quaverinta. Brimverinta, was? Verga. Verga. Vergatefell. Vergatefell. Hör, das ist meine Türklingene. Ein bisschen gleich, bin ich gleich wieder da. Vergatefell, Susul. Fregaferel, ferbera, breberbere, susul, asarisipsabru. Losam. Rososam. Da bin ich wieder. Okay, das war nur die Türklingel. Vorname. Ja, wie könnten wir den nennen? Ich nenne ihn mal nur den Doktor. Es ist, Doktor. Nein, ich kann ihn jetzt nicht medizinisches Notfallsystem nennen. Medizinisches Notfallhologramm. Dr. Wiley möchte ich ihn auch nicht nennen. Es ist der Doktor Doktor oder Medidoktor. Wie wär's mit Medicus Doctus? Medicus Doctus, das ist nicht schlecht. Medicus Doctorus. Medicus, oder nennen wir ihn Medici? Medici Doctorus. Doctorus. Klingt wie ein Dinosaurier. Es ist jetzt Medici Doctorus, damit wir wenigstens einen, also das passt doch ganz super. Ja, einen verrückten, extrem dürren, dünnen, total bekloppten, durchgeknallten, alten, richtigen Opa, also einen verrückten Arzt, vielleicht einen schwarz pigmentierten, verrückten, passt aber jetzt nicht mehr zum Gesicht. Das glänzt auch so extrem. Aber ein bisschen dunkler hätte ich ihn schon gerne. Oder so ganz bleich, so ein Psychoarzt, wo man echt Angst hat, dass er nur im Keller hockt die ganze Zeit. Ach komm, bleiben wir mal bei unserer kaukasischen Hautfarbe. Nicht, dass ich was gegen maximal pigmentierte Menschen habe. Das wollen wir jetzt mal wieder ausschließen, ne? Wir wissen, es liegt nur an der Evolution und die sind besser an ihren Lebensraum angepasst. Puh. Wir sind alles Menschen. Ich bin zum Beispiel weißer als normale Europäer. So, was machen wir denn mit dir? Wenn du ein durchgeknallter, psychopathischer, verrückter Doktor bist. Den muss ich denn so sprechen, die ganze Zeit. Grüne, rote, aue, alle. Ja, was könnte man da machen? Lockruf des Meeres, Redegewand, ritterlich, ungepflegt, Wahl hat Eltern gefressen. Oder ich sprich den so. Ich bin immer total begeisterungsfähig, ne? Und ich bin voll besser als wie du. Und ich bin notgeilig, ich bin ein notorischer Glücksspieler. Ja, das wäre doch eine lustige Stimme für ihn. Verwünscht, unsicher, vielfraßend, überhebt, zügellos. Schlechte körperliche Verfassung, kennen wir doch. Alle Ärzte sind immer krank. Jo, ich bin zwar schon alt, aber, ne? Ich zeig's euch mal. Voll. Graue Haare sind natürlich Pflicht. Nein. Oh, nein. Nein. Was machen wir denn mit seinen Haaren? Also, das war ja schon. Wunderschöne Frisur. Hier, das ist doch typische Arztfrisur. So eine hippe Friese oder so ein Schlumpkopf. Oh Gott, was ist das denn?
Nee, einen indianischen Medizin-Typi-Mann wollte ich auch nicht machen. Nein. Nein. Das ist doch gut. Das ist doch klasse. Da sieht man so richtig viel von seinem Gesicht. Ja, ich nehme ja gleich eine andere Haarfrisur. Ja, so eine richtig total hässliche haben wir hier nicht, bis auf die. Und die sind mir irgendwie auch wiederum nicht hässlich genug. Nein. Ja, was ist damit? Huch, warum sind denn da noch... Warum ist da noch was Braunes? Wenn wir alles ganz hell machen? Das stört ihn so von den Haaren irgendwie gar nicht. Oh Mann, oh, ich möchte die passende Frisur für meinen alten Kerl haben. So. Voll alt. Oder so. Ja, das ist richtig alt. Naja, so wirklich alt sieht er jetzt nicht aus. Die Augenbrauen irgendwie auch nicht. Der muss irgendwie so richtig, dass man... Ey, wir müssen ihn ja noch so machen, dass man später Angst vor ihm hat. Ohne Augenbrauen zum Beispiel. Mit Bart. Yo, ich bin's Freshy. Scherz. Ja, es muss auf jeden Fall mit Bart sein. Das sieht immer cool aus. Aber so, das ist so ein Bart, so ein Fürchtenbart. Ist das so ein zum Fürchtenbart? Nee, das ist zum Fürchtenschnauzer. Nimm mal doch ruhig so ein. Machen wir einen richtigen... Oh, damit Koteletten? Nein. Machen wir einen richtigen, schönen Mediziner draus. So, jetzt Gesichtskonturen. Gehen wir mal so ein paar Vorgaben durch. Ja, hier. Das, ich sehe doch gut aus. So gefällt mir das. Daumen hoch. Oder was? Oh, das ist nicht übel so. Breit und kantig. Das ist dann der Kiefer, ist auch breit und kantig. Haben wir denn diese Kieferbreite hier, die das dann halt so dafür sorgt, dass er, ja, ne, halt schöner alter Mediziner. Kieferwinkel, ah, den kann ich hier, Kieferhöhe. Ja, ein bisschen weiter runter halt, meinetwegen. Wangenknochenhöhe. Nee, das sieht nicht gesund aus. Wangenknochen zurück, was meinen die damit? Also, das ist dieses hier. Ja, natürlich, das ist ganz essentiell wichtig. Die Wangenfülle, ja, die interessiert niemanden. Wangenfülle und Höhen. Machen wir so ein bisschen eingefalleneres Gesicht. So, und spitze Ohren wäre ja auch lustig. Ein Elfen, nein. Ohrengröße. Alte Leute haben ja meistens große Ohren, machen wir ihm ruhig auch große Ohren. Ja, die wachsen ewig weiter, die Ohren, ne? Wollte ich schon mal erwähnt haben. Kinnhöhe. So, jetzt die Augen. Och Gott, ja, das ist schon fast richtig so. Vertraut mir. Ich bin immer noch nicht zufrieden mit der Stimme. Vertraut mir, ich könnte so ein bisschen alt reden. Hallo. Ja, ich bin der Arzt. Ich weiß zwar nicht, was Ihnen fehlt, aber... Wisst ihr was? Nach dieser Folge mache ich eine Abstimmung, wie ich ihn reden soll. Ob ich ihn reden soll, als wäre er total alt. Was voll auf die Lunge geht, wenn ich eine Weile so reden würde. Und ob ich ihn so reden soll, so ein bisschen wie eine alte Frau mehr. Oder eine Kombination. Nee, das geht nicht. Und dann habe ich Hitler, ne? Aber ich finde das ja eigentlich ganz schön, ja. Das soll so ein bisschen blöd klingen. So ein bisschen so, dass man denkt so, ah, was ist das denn für ein Idiot? Oh, da haben wir ganz große Äuglein. Ah, schön hoch, ne, nicht so gefällt. Weil ich will ja, dass er wirklich alt klingt und... Nur weil er so redet, heißt das, der klingt ja für mich nicht irgendwie nicht alt genug. Es geht nicht, nee. Aber ich habe heute mal das Gefühl, oh, was ist das denn für ein Verrückter? Oh, das ist die Augenwinkel. Ja, und schön die Augenbrauen näher nach vorne. Das geht auch gut. Augenbrauenbreite, was war das nochmal? Oui. Nee, die können möglichst schmale sein. Augenbrauenlinie. Ja, ruhig noch so ein bisschen höher. Innere Augenbrauenbreite. Och, jetzt guckt er so richtig so. Oh, das Leben. Das Leben, das ist ja manchmal ein bisschen schwierig, ne? Die Nase ist eigentlich schon voll super. Ich will nur mal kurz... Zack. Ja, nee. Was haben wir denn hier für eine? Nee. Die ist eigentlich schon voll krass, so die Nase. Gucken wir bei den Lippen mal, was wir da noch haben, Tutentun. Schöne Schmolli-Lippen. Nein, das wollen wir nicht. So was Normales. Kann man die nicht auch irgendwie die Breite der unteren Lippe und dann weniger füllig? Und jetzt hier oben? Ich das ein bisschen mehr so?
Und Mundhöhe. Achso, das ist die hier. Auch so ein bisschen wieder nach unten. Das ist nicht schlecht. Mundbreite ruhig. Und die Mundwinkel. Der kann ruhig lächeln, auch wenn man das nicht sieht. Mundform. Das ist so, wie so ein bisschen verrückter Alter, will ich das halt gerne haben. Achso, das ist wie die Lippen vorstehen. Können wir ihm Knutschmund machen. Und Achtung, da oben knutschen! Nee, will ich nicht. So, jetzt noch Make-up. Natürlich machen wir da noch Make-up drauf. Attach Baby Make-up. Oh, guck doch mal. Oh, wie schön das aussieht. Mhm, ja, ich glaub's auch. Hi. Nein. So will ich das nicht haben. Das sieht doch lustig aus, wie so ein richtig zu dünn geratener Arzt. Ja, jetzt ist so die Frage, ein Arztkittel, ne? Ja, davon lasse ich mich gerne behandeln. Ist gar nicht mal so schlecht, der ist mir aber zu dünn fast. So ein Henkersklamotten. Hm, aha. Ja, ich weiß ja nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin ja... Mhm. Ah, guck doch mal, wie erotisch. Nein, das ist so diese Ordensbruder... Ja. Oh, das sieht gar nicht mal so übel aus. Also das hat natürlich jetzt hier was vom Arzt mit dem Kittel und all dem ganzen Kram. Jetzt gucken wir nochmal wieder eins runter. Das war nicht übel. So mit Zaubertränken links und rechts. Und dann muss er doch aber wieder ein kleines bisschen fülliger werden. Sonst geht das nicht. So. Ja, wunderbar. Da hätten wir jetzt unseren Zauberer. Jetzt gucke ich trotzdem bei seinem Haupthaar nochmal. Was man da eventuell ändern kann, wenn man jetzt bedenkt, dass er ja... Oh, ist es Leonardo da Vinci? Wenn man daran denkt, dass er ja hier... Ne? Ein Bart hat. Machen wir doch ruhig solche Haare. Er sieht jetzt aus wie Leonardo da Vinci. Oh, er freut sich darüber. Dann nennen wir ihn doch auch Leonardo. Leonardo. Da Medici. Leonardo da Medici. Das ist doch schön. Seht ihr, so entwickelt sich ein Charakter allein unter der Charaktererstellung. Das war jetzt eine extrem lange Folge. Ich weiß nicht, wie soll ich denn Leonardo da Medici sprechen? Soll ich machen, dass er so spricht? Hallo, ich bin Leonardo da Vinci. Medici natürlich. Meinte ich, ja, ist klar, ich bin schon alt, da vergisst man die Hälfte. Oder soll ich ihn mehr so reden, du? Nee. Ich bin ein alter Mann. Klingt mehr wie eine alte Frau. Ja. Könnt ihr euch entscheiden? Entweder jo oder. Weil ich möchte denen ja gerne Synchronstimmen geben und ich versuche die auch immer einzuhalten. Nur die von den wechselnden Charakteren, die immer sonst so auftauchen, wie der Typ beim Brunnen. Ich glaube, der hat fünfmal eine andere Stimme gehabt. Da geht das halt nicht. Okay, gut. Die lange Folge ist jetzt rum und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sims Mittelalter. Jo, krass. Scheiße, was. Okay. Tschüss.